Hallihallo und willkommen zur 59. Folge des FIFA 13 Road to Glories. Und ja, wir starten die Episode heute einfach mal mit einem, ja, kurz zeigen, Carvajal. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich es noch geschafft habe, den reinzuschneiden in einer der letzten Episoden. Das habe ich leider vergessen, ob ich das geschafft habe. Wenn ja, wisst ihr, mit welchem Profit ich ihn verkauft habe. Wenn nicht, ich habe ihn für 3.400 sofort gekauft, da 59. Minute oder so. Hatte ein bisschen Glück und dann habe ich ihn jetzt eben, wie ihr gesehen habt, für 9.800 verkauft. Also ein ganz ordentlicher Gewinn. Und ansonsten, ja, geht es einfach in die erste Partie mit unserem geilen Portugal-Team, was ja wirklich einfach ein geiles Team ist. Man muss es ja einfach so eingestehen. Gefühlt gewinnen wir jedes Spiel mit diesem Portugal-Team und kommen gegen dieses Deutschland 4-2-2-2-Team vorne mit Reus und Podolski. Wir haben aber die erste Chance über Elias nach 8 Minuten und der schießt den Ball ganz knapp am Tor vorbei, was eigentlich schon ein verdientes 1-0 gewinnt. Na gut, nach 8 Minuten kann man noch nicht von Lied sprechen, aber bei so einem Schuss kann er aber gerne mal reingehen. Aber ein paar Minuten später ist es dann Martinez mit dem Kopf, der den Ball über die Linie befördert. 1-0, etwas sweaty, aber gut, die Flanke aus dem Winkel war auch nicht mehr viel anderes möglich. Dann aber hier Rodrigo mit diesem wunderbaren Scoop-Turn, geht vorbei am Gegenspieler an Schmelzer, läuft durch, bringt wieder die Flanke und wieder ist in der Mitte Martinez mit dem Kopfball. Also ein bisschen hier Kopfball überpowered, habe ich so das Gefühl. Zweite Chance, zweiter Kopfball, zweites Tor. Dann ist es Moutinho hier, der gleich den Ball durchstecken wird auf Rodrigo und dieser sucht diesmal den direkten Abschluss, scheitert aber knapp am Keeper. Gaetan geht dann nochmal in die Mitte, macht das sensationell und das muss einfach das, oh, und das muss mit Abstand das 3-0 sein. Aber wir haben ja noch die Ecke und ich sag euch ja, Kopfbälle sind überpowered. In der Mitte steigt Mangala hoch, knapp vorbei. Aber der Keeper lässt ihn nochmal rausfallen und das heißt Ecke Nummer 2, neuer Versuch. Diesmal besser, Mangala in der Mitte und das 3-0, drei Kopfballtore. Also ich bin eigentlich nicht einer, der viele Kopfballtore erzielt. Gut, wenn ihr jetzt immer das seht, was ich mit Borsé abziehe, das ist natürlich was anderes. Also mit Borsé macht es ja auch einfach mega Spaß, bei dem zu köpfen. Der hat so einen Hammer-Kopfball. Ihr werdet in irgendeinem der nächsten Folge sehen, was für einen Monster-Kopfball er hat. Also auf das Tor dürft ihr euch wirklich freuen. Auf ein Kopfballtor, auf das ihr euch freuen dürft. Ich denke mal, das dürfte schon einiges sagen darüber, dass es ganz nice ist. 4-1 dann aber durch João Moutinho. Mal kein Kopfball zur Abwechslung, sondern ein schöner Seitfallzieher. Gut, war ein bisschen glücklich, wie das Tor entstanden ist, aber am Ende macht Moutinho den natürlich wunderbar. Dann hier dieser Fehler von ihm, dass er den Ball direkt auf Martinez losläuft und dieser Lupfer ist natürlich auch wunderschön. Drittes Tor von Martinez, der auch mal wieder zeigt, wie unfassbar stark er ist und ich weiß einfach nicht, ob ich den Inform ausprobieren. Also theoretisch sollte ich ihn ausprobieren, aber zurzeit Geld, muss ich mal gucken, ob ich ihn doch vielleicht hole. Aber eigentlich möchte ich ihn gar nicht holen, da ich mir einfach, weil so geil dieser Nicht-Inform ist, dieser Non-Rare-Spieler, vielleicht der beste goldene Non-Rare-Spieler, ich kann es nicht genau sagen, da habe ich noch nicht genug für ausgetestet. Also so ein paar natürlich, Rodrigo ist auch einer der geilsten. Sind schon so, ist mit das geile Non-Rare-Pärchen. Bojan ist noch einer davon. Also es gibt schon ein paar richtig geile Non-Rare-Spieler. Und einer davon ist auf jeden Fall Martinez, der hier brutalst ausgehoben wird. Letzter Mann. Und ja, das ist natürlich typisch FIFA. Gibt für eine oder andere Sache immer rot oder was weiß ich. Und wenn man als letzter Mann so krass ausgehebelt wird, dann weiß ich auch nicht, wieso das kein Rot gibt. Das ist mir ein bisschen unbegreiflich. Aber Martinez auf dem Weg zu seinem vierten Tor. Kurz nochmal den Keeper für euch. Sensationell. Und am Ende landet der Ball drin. Viererpack durch Jackson Martinez. Und damit endet die Partie am Ende 7-0. Ich denke mal, ja, ein ganz ordentliches Ergebnis. Ich frage mich gerade, ob es Pokal war oder Liga. Das werden wir jetzt erfahren. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Pokal. Denn eigentlich habe ich in letzter Zeit nur Pokal gespielt. Und das dürfte das Pokalfinale sein, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt aufgepasst. Aufgepasst. Jau, wir haben Messi, Aguero, Inform, Higuain, David Villa, Di Maria dahinter, Cesc Fabregas, Jordi Alba im Tor noch, Casillas und ungefähr jeder einzelne Spieler ist aufgepusht in diesem Team. Das heißt, wenn dieses Team nicht schon überstark wäre, nein, man muss es natürlich noch aufpushen. Scheiß drauf, wir haben Jonathan Petreuper, dritte Minute oder so, oder zweite Minute, 1-0, das ist mal ein schneller Start. Ja, das ist das Pokalfinale auf jeden Fall und unter mir fällt hier was um. Aber egal. Und ihr seht schon, verteidigungsmäßig war dieser Mensch nicht so unfassbar stark.
2:0 nach 13 Minuten. Maika und Leite. Oder Lieti, wie ihr auch immer wollt, aber ich bleib bei Leite. Und nur ein bisschen später landet der Ball irgendwie bei Beckham. Beckham 3:0 und das Ding ist durch nach 21 Minuten. Wir kommen gegen dieses Monster-Team mit Messi, mit Aguero, mit Inform Higuain, alle drei mit aufgepushten Mitteln, wahrscheinlich auch wahrscheinlich alles plus 10 oder nur Pace, ich bin mir nicht ganz sicher. Und angriffmäßig war er jetzt nicht so schlecht. Er hatte ein paar ordentliche Chancen, aber wenn man so schlecht verteidigt, dann weiß ich nicht, wie man sich so ein Team leisten kann. Das kann eindeutig, entweder ist es ein Trader, das kann natürlich gut sein. Denn Trader sind generell, also die Leute, die sich nur bei Ultimate Team auf Trading beziehen, da gibt's so ein paar auch auf YouTube, ein paar Beispiele. Und hier, bestes Beispiel dafür, hey, geil, danke FIFA, zum ersten Mal zeigst du auch ein bisschen Dankeschön, oder Respekt dafür, dass ein Gegner trampen will und deswegen am leeren Tor vorbei, dann machen wir es aber nicht anders, sondern, also wir machen es anders, wir trampen nicht, sondern Mike und Leiter mit dem 5:0, genau, das 5:0, auch noch vor der Pause. Hier, Missverständnis seiner Spieler, am Ende landet der Ball bei Bayer, der schickt Piet Reuper ist auf und davon und der findet diesmal den Tramp zu Boss, und dieser trifft dann per Kopf zum 6:0. Und ja, ich weiß gar nicht, wo sein Messi eigentlich war, ihr seht schon, also ich weiß auch nicht, was er mit seiner Abwehr gemacht hat. Bosse dann hier, einfach nur um zu zeigen, dass ich das Ding hier noch viel, viel höher am Ende hätte gewinnen können, aber ich bin dann einfach auf schöne Tore oder auf komische Tore. Ich wollte ihn dann schon ein bisschen noch verarschen für so ein Team und für so diese Upgrade-Karten, diese Steroids-Karten oder so. Auch ein dummes Tor, aber gut, es wird Bosse zugesprochen, wieso auch immer. Für den ganzen Scheiß wollte ich ihn auch ein bisschen bestrafen mit meinen Toren, ihr seht schon, ich gehe mal um seinen Keeper vorbei und lass den Ball dann doch liegen oder hier, wie auch immer. So, zack, Maicon Leite. Ihr seht schon, so richtig lief's nicht. In Sachen geiles Tor schießen, Tricktor schießen, wie auch immer. Das wollte nicht so ganz klappen. Trotzdem steht es 8:0. Jordi Alba hier im Duell nochmal gegen Maicon Leite. Dieser bleibt im Ballbesitz, zieht dann in die Mitte. Am ersten vorbei, am zweiten vorbei, an den Pfosten. Nein, Richarlison in den Pfosten. Und das 9:0 in der 90. Minute. Und wenn das nicht mal eine zerstörerische Episode ist. Wir spielen gegen Messi, kommen vorher gegen dieses deutsche Team und schießen insgesamt 16 Tore. Das nenne ich dann mal wohl ziemlich, ziemlich ordentlich. Ohne Gegentor außerdem noch 16:0 Tore in 2 Spielen, unter anderem halt gegen dieses Team. Die Astrid hat wie immer zugeschlagen und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, wenn es euch gefallen hat, wie ich diese Gegner zerstört habe. Ne? Wenn ihr neu dazugekommen seid, lasst ein Abo da. Und die Frage des Tages lautet, wer ist der Ober-Pace? Nein, der. Das dümmste Angreifer-Duo, was ihr kennt. Für mich ist es Aubameyang und Remy. Das überpoweredste. Genau, Aubameyang und Remy. Was ist euer? Schreibt in die Kommentare, wer sind die zwei Oberpauzen-Stürmer als Pärchen. Bis dahin. Tschüss.